Hey ho ihr da draußen und willkommen zurück zu Diablo 3 Hardcore. Wir haben jetzt 2, 3 Tage Pause gehabt. Diablo Pause, es lag einfach daran, dass ich ja relativ wenig Lust auf Diablo hatte. Also ein bisschen ist bei mir die Luft raus, auch nur so ein bisschen, aber mit Hardcore ist das Ganze natürlich eine andere Nummer und daher machen wir jetzt Hardcore weiter. Und wie wir gesagt haben, im öffentlichen Spiel, wir haben jetzt hier bei dem Quest und wir machen jetzt mal, komm, wir trauen uns und machen MP1 rein. Mal gucken, ob überhaupt da jemand ein Spiel offen hat. Ich glaube, bis 30 Sekunden wartet der und dann, ja, geht der halt selber in ein Spiel und dann öffnen wir ein Spiel. Aber ich werde das vorher abbrechen und mache dann MP2 oder MP0. Je nachdem, was wir finden. Hat einfach den Sinn, dass wir dann mehr EP kriegen und eventuell auch bessere Drops. Wie gesagt, wir spielen ja Self-Found hier in der ganzen Chose. Und das wollte ich gern so beibehalten. Okay, hier finden wir nichts. Und daher gehen wir mal auf MP2. Mal gucken, ob wir da was finden. Öffentlich. Mal gucken. Wir warten wieder 20 Sekunden ab, so ungefähr, und dann gehe ich zur Not MP0. Haben wir zwar keine Bonis, aber MP3 ist uns, glaube ich, doch ein bisschen zu heftig. Ist immerhin ein Albtraum. Da müssen wir ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Denn wie ihr wisst, wenn tot, dann tot. Also richtig tot. Unwiederbringlich tot, sozusagen. Dann machen wir mal fix hier MP0 rein. Zwar schade, aber. Ist mir doch lieber. Wenn wir da überhaupt was kriegen, ey. Sieht nicht so aus. Okay, warte anders. Dann machen wir hier MP1. Zack. Und starten einmal. Dann mache ich einfach ein öffentliches Spiel. Vielleicht kommt da jemand rein. Würde mich freuen. So, jetzt machen wir erstmal fix Musik an hier. Sound. Zack, zack. Okay, das sollte passen. So, öffentliches Spiel natürlich. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kommen ein paar Leute rein. Man sagen muss, dass natürlich schon teilweise ein bisschen ja leichtsinnig ist, in Public Games zu joinen, wegen den Player-Killern und so weiter und so fort, aber ich vertraue jetzt einmal den Leuten da draußen und bin naiv. Was haben wir denn hier Schickes? Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das holen wir uns natürlich direkt. Ah, ohne Sockel, schade. Nee, nee. So, was haben wir hier noch? Tränke haben wir noch, aber Tränke brauchen wir eigentlich gar nicht. Die haben 22 Stück. Wir finden halt mehr, als wir verbrauchen derzeit. Und das können wir ruhig so lassen. Ich denke, das passt ganz so gut. Was müssen wir eigentlich machen? Geht zu den Feldern des Elends. Machen wir sofort. Da, 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 da. Ach, schade. Die sind zwar gar nicht so schlecht, aber unsere haben halt so schöne Bonis drauf. Die Bewegungsgeschwindigkeit, Erfahrungsbonus, Sammelradiusbonus und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt ungern ersetzen. Was haben wir hier Schickes? Okay. Ja, mit STRG könnt ihr, ach nee, mit Alt. Links neben Space, also neben Leertaste, das Alt könnt ihr halt hin und her switchen. Braucht ihr nicht mal die Ringe einzeln vergleichen. Spart halt so ein bisschen Arbeit. Also, ich wollte zum Juwelier noch gucken, ob wir irgendwelche Ringe aufpolieren können. Nein, können wir nicht. Ah, uns fehlen noch ein paar Folianten zum Aufbauen. 3 Stück. Okay, dann gehen wir einmal zum Wegpunkt. Genau, zum Wegpunkt und porten uns in die Felder des Elends auf MP1. Ich glaube, da muss man hier hoch, oder? Das sieht gut aus. Genau, dann kommen wir zu den Eltern des Elends. Und schauen wir mal. Wie gesagt, das MP1, alles etwas schwieriger hier, aber ich denke, das kriegen wir auch so ganz gut hin. So. Ja, die haben halt mehr Defensive, mehr HP und so weiter. Und daher dauert das jetzt alles hier etwas länger. Ich hoffe, dass noch jemand ins Spiel mit reinkommt, der uns ein bisschen zur Seite steht. Ansonsten ist das auch nicht schlimm. Stirb, stirb, stirb. Ja, ich habe übrigens meinen ersten Hardcore-Tod erlitten. Also vom Let's Play ist mir schon ein Star abgekackt. Ein Star. Ja, ein Star ist mir abgekackt. Ein Char ist mir abgekackt. Und zwar diese scheiß Stiere hier. Und dazu kam dann noch der Schlüsselwächter, der ihm dann stunt bzw. festhält. Ja, und dann kamen da 2 Stiere, die mir ordentlich in den Hinter geschossen sind. So wie der hier. Stirb! Wir müssen mal Kampfrausch anmachen, sehe ich gerade. So, haben wir schon fast 400 DPS.
Machen wir noch mal etwas mehr Schaden. Sucht nach dem glühenden Schwertbruchstück in der Höhle von Kasra. Die ist schon da hinten. Dann können wir da direkt reingehen. Einmal rein und hier sind sie schon. Hier kommen gleich wieder die ekelhaften Ziegenmänner. Kommt, ich weiß, dass ihr hier seid. Braucht euch nicht schämen. Oh, ein Tränkchen. Nehmen wir natürlich mit. Da sind sie, ihr ekelhaften. Stirbt! So, sehr gut. Und boom. Sehr gut. Nee, nee, nichts tötet ihn. Nicht mit mir. Ja, dieses Legendary, was wir in der letzten Folge gefunden haben, sind wir noch nicht losgeworden. Sehr schade. Also ich habe das echt für 150.000 reingesetzt, aber ist man nicht los. Dementsprechend werden wir es irgendwann verschenken. Ist ja dann auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Genau, bringen wir das Schwert zu seinem Besitzer. Das machen wir mal ganz fix. Tötet die Kultisten, die das glühende Schwertbruchstück umgeben. Machen wir. Oh, das ist so geil. Wir hauen ihn so einen Schaden rein. Das ist echt cool. So, Hammer rein. Sehr gut. Ja, komm, laber dich. Gib mir das Stück hier, du Stück. So, komm. Sie quasi noch weiter. Wir hauen alle mal ab. Lass im Regen stehen und fertig. Bringt das Schwertstück zu Kane zurück. Das machen wir mal ganz direkt. Aber erst laufe ich hier nochmal fix runter. Okay, den können wir noch kurz plündern. Ist nichts. Dann gehen wir zurück zur Stadt und quatschen kurz mit Kane. Komm, laber nicht. Waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels. Und dann geht zum überfluteten Tempel. Das machen wir natürlich auch. Genau, der war da oben. Da ist gleich so ein verdammter Bandit, der uns auf den Sack hauen will. Übrigens sehen wir verdammt cool aus, finde ich. Also guckt euch den mal an. Das sieht echt cool aus. Muss ich so sagen. Okay, das rote Höschen ist vielleicht nicht gerade so up to date, aber. Egal. So, komm hier, du gibst mal Ruhe. So. Hast du es denn langsam? So. Sehr gut, hier ist noch ein Schuft. Sie versuchen meine Freundin zu töten. Ach ja. Was wollen Sie von eurer Freundin? Das Übliche. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Okay. Langsam verliere ich die Geduld, Weibsbild. Mein Liebster wird mich retten. Ich glaube nicht. Lass das nicht. Mehr Buch so. Noch nicht bereit. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So, dann kommen wir hier noch zum großen. Großer. Ach, hier kommt noch eine Rolle. So. Komm, du kriegst auch noch welche auf den Sack. Oh, sehr gut. Und hier ist der große, der Nigel-Halsabschneider, Meuchelmörder der Diebesgilde. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim. Da gibt es auch diese Diebesgilde. Ich habe echt schon überlegt, ob ich Skyrim mal let's play. Ey. So ein Hammer-Spiel. Da habe ich keine Ahnung. 500 Stunden auf PS3 gesessen. Ich habe mir das halt für die PS3 gekauft gehabt und habe es jetzt auch für Computer nochmal gekauft. Und das ist echt cool. Und wie gesagt, bin ich echt so am Überlegen, ob ich das let's play. Weil wenn man sagen muss, man kriegt da echt, keine Ahnung, 3000 Folgen zusammen. Mindestens. Weil das Spiel so weitläufig ist und durch die ganzen Add-ons, die ich mittlerweile auch schon besitze, gibt es so viel Erweiterung. Also so viel neuer Content, der das Ding nochmal um locker 100 Stunden erweitert. Und ja, ist halt an sich so ein, wieder so ein Spiel, so ein Endlosspiel. Also es hat zwar irgendwann ein Ende, aber ehe du das erreichst, ey, da bin ich 30, glaube ich. Naja, das ist so ein bisschen das Ding, was mich so ein bisschen abhält, weil wir haben derzeit schon Minecraft als Endlosspiel, wir haben Diablo so ein bisschen als Endlosspiel, dann haben wir Cube World als Endlosspiel, wobei das auch jetzt kein Endlosspiel ist, ne? Also das spielt man ein halbes Jahr oder so, bis man so ein bisschen alles erkundet hat, entdeckt hat und dann war es da schon wieder, dann ist da auch die Luft raus. Aber wie gesagt, ich habe ungern so viele
ja endlos Projekte gleichzeitig am Laufen. Nächste Woche kommt der Outlast dann raus. Das wird dann auch Let's Played. Ist ja dann Storyline-basierend, also das schöne Horrorspiel mit Facecam natürlich. Das heißt, ihr seht mich dann beim in die Hose scheißen. Da freue ich mich schon echt drauf. Also das wird richtig, richtig geil. Und ja, ich bin echt mal gespannt, was da noch so auf uns wartet. GTA 5 kommt ja noch dieses Jahr raus. Das wird natürlich auch Let's Played. Das sind so die großen Blockbuster sozusagen, die ich mir noch vorgenommen habe. Und ansonsten füllen wir die Zwischenzeit, wenn es denn... wenn es sich anbietet, natürlich dann wieder mit so kleineren Spielen beziehungsweise kürzeren Storyline-basierten Spielen, wie zum Beispiel The Walking Dead derzeit, was auch sehr, sehr guten Anklang gefunden hat. Also da freue ich mich echt drüber, dass da so viele Leute schauen. Ist aber auch ein hammergeiles Spiel, muss man sagen, ne? Und ja, das ist so mein Plan, mein Let's Play-Plan sozusagen, den ich derzeit so im Hinterkopf habe, was ich halt gerne realisieren möchte, beziehungsweise was derzeit leider nicht geht. Und ja, trotzdem, wenn ihr mal Vorschläge habt zu Let's Checks, dann einfach ran damit, anschreiben. Paar Euro kann das ganz auch ruhig kosten, solange es jetzt keine 40 Euro kostet, weil das wäre mir für ein Let's Check doch etwas zu teuer. Außer man ist dann wirklich so weit davon fasziniert, dass man wirklich ein Let's Play daraus machen kann mit, was weiß ich, 40, 50 Folgen. Aber ansonsten ist das halt immer so eine Sache. Zum Antesten finde ich das sonst immer relativ, ja, ungeeignet, wenn man da so ein Batzen Geld auf den Tisch donnert. Für einmal spielen sozusagen. Ich brauche mehr Zeit. So, Level Up 34, sehr gut. Ja, sehr gute Arbeit. Was haben wir denn hier? Ein Brustpanzer und wieder was für ein Mönch. Können wir beides nicht gebrauchen. Aber unser Schmied, der freut sich drüber. Zumindest wir dann, wenn wir die Materialien dafür kriegen. Achso, wir haben neue Fähigkeiten, neue Skills und so ein Scheiß, ne? Überwältigen, was hast du denn? Amoklauf! Yippie-yay, Schweinebacke. Gucken wir gleich mal, ob wir da nicht was ersetzen können. Ah, cool, wir haben jetzt erstmal hier... Oh, jetzt muss ich erstmal hier Kampfrosch zünden und wir haben Bewegungsgeschwindigkeit, das heißt, wir können hier mal ordentlich rumflitzen. So, zack, zack. Wie hier einen auf den Sack kriegen, ne? Das ist unglaublich. Also wir spielen hier MP1 auf Hardcore und die kriegen echt gut auf den Kopf. So, Hammer rein. Ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir mal MP2. Oder was meint ihr? Ich glaube, das wird ganz cool. Hier haben wir noch einen neuen Gürtel, aber der bringt uns nichts. Schade. Aber halb so schlimm. So, jetzt müssen wir noch das Fanal des Lichts aus der Krypta der Uralten. Die müsste hier irgendwo sein. Haben wir ja im normalen Modus schon gemacht. Dementsprechend ein bisschen kennt man sich aus. So, jetzt hier ein bisschen EP schnurren. Das ist natürlich auch das Geile. Wir haben jetzt hier einen EP-Bonus von 20%. Okay. Hab gedacht, es wären mehr, aber es ist halt kein Softcore, wo er mal eben noch den Ring anlegt. Hier, Höllenfeuerring oder den Siegelring von Leoric. Oder einfach Leoric Siegelring. Ist hier nicht der Fall, daher ist das Ganze hier etwas weniger. Aber wir haben Zeit. Immerhin mehr Zündstoff sozusagen für euch. Daher ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, wie gesagt, Überwältigen haben wir gerade dazu bekommen, Level Up. Das würde ich auch gerne weiter nutzen, weil den Skill liebe ich unheimlich. Also er ist wirklich ein sehr, sehr mächtiger Skill. Und komme ich später nochmal drauf zurück, wenn wir den reinhauen. Ich muss mal gucken, welchen Skill wir dadurch ersetzen. Ich habe schon so eine Idee, aber ich muss ja gleich erstmal genau gucken. Hier sieht man wieder, wie mächtig Zerfleischen ist als Skill. Also, das ist wirklich unglaublich. Ich lasse mir ein paar EP wegklatschen mal. Ne, guckt mal. Wenn sie mich dann treffen wollen. Ach, die ziehen mir gar nichts ab, verdammt. Ich halte mich selbst wieder zu schnell aus. So, Zerfleischen rein. So. Und ihr seht, also ich bin direkt wieder oben. Oben mit den HP. Also ist ein richtig geiler Skill. Mit Blutdurst natürlich. 9% des Schadens wird dann in Leben verwandelt. Und wir sind wirklich kaum kaputt zu kriegen. Da können wir uns ja, glaube ich, auch in der nächsten Folge dann eine MP2 wagen. Also der ist tot. Jetzt haue ich den ja erstmal durch den Kopf, der nervt mich ein bisschen. So. So, Trank nehmen wir natürlich mit.
So, sehr gut. Und noch ein Mützchen gefunden. Ah, nicht für uns. Schade. Sehr schade. Okay. Gut, dann gehen wir ganz fix zur Stadt. Da. So, erstmal alles fix verschmieden hier. Den ganzen Müll, was wir so gefunden haben im Laufe der Zeit. So. Von dem wir da aufrüsten. Können wir Tatsache. Machen wir natürlich. So. Ah, jetzt brauchen wir schon die nächsten Folianten, die wir in der nächsten Stufe finden. Aber wir finden wirklich wenig, finde ich, für den Juwelier. Also ich würde gerne meine Steine ein bisschen updaten. Wir haben mittlerweile so viele Steine, die wir gar nicht alle updaten können, weil uns einfach die Seiten dazu fehlen. Drei Seiten fehlen uns noch. Schade. Okay, kann man nicht ändern. So, jetzt wollte ich mal ganz fix nach dem Skill gucken. Und zwar Revanche. Fügt allen Gegnern in der Nähe 220% Waffenschaden zu. Ihr werdet pro getroffenen Gegner um 5% eures maximalen Lebens geheilt. Das ist geil. Meines die Rache erzeugt 5 Wut und heilt euch für jeden getroffenen Gegner um 8% eures maximalen Lebens. Okay, also statt 5% sind 8%. Natürlich nur mit dem Skill. Was haben wir hier? Reduziert 5 Sekunden lang jeglichen erlittenen Schaden um 65%. Stößt bei Auslösen alle Gegner in einen Umkreis von 2 Feldern zurück und fügt ihnen 50% Waffenschaden zu. Dann haben wir schon eine andere. Erhöht die Dauer auf 7 Sekunden. Okay. Nee, das lassen wir mal. Ich würde sagen, Revanche können wir rausnehmen. Wobei das auch wieder so ein Ding ist, na, können wir in der Not mal ganz schnell Leben wieder hochholen. Schwierig, ganz schwierig. Wir nehmen mal den hier raus. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das machen? Weil ich glaube, da kann man echt, ja, gucken. Oder wir lassen Überwältigen erstmal raus. Wobei das natürlich auch nicht. Also, fügt im Umkreis von 9 Metern blablabla Waffenschaden zu. Bei kritischen Treffern besteht eine Chance, dass die Abklingzeit um eine Sekunde reduziert wird. Okay. Und bei Überwältigen ist das dann das Geile. Lädt nach Überwältigen, ja, nachdem Überwältigen aktiviert wurde, 4 Sekunden lang 35% des erlittenen Nah- und Fernkampfschaden um. Das heißt, wir haben Reflect drauf um 35%. Das ist ein Skill, der wirklich sehr, sehr geil ist. Aber wir lassen das jetzt erstmal so weit. Das sind beides sehr, sehr gute Passiv-Skills und man weiß noch nicht, wann wir die brauchen werden. So, genug gequatscht in dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, willkommen zurück dann. Ciao, Leute!